Die Klangschlucht in Millstatt ist eine von Naturgewalten geschaffenes Musikinstrument, geformt durch Wasser und Gletscher. Die Kraft des Wassers ist es auch, die das Instrument zum Klingen bringt. Unmittelbar oberhalb des Ortszentrums signalisiert eine 4 Meter hohe, knallrote, zu einem Trinkwasserbrunnen umgebaute Druckrohrleitung den Eingang des begehbaren Musikinstrumentes, der insgesamt 3,5 Kilometer langen Schlucht. Damit dieser Ort für die Öffentlichkeit auch in Zukunft frei zugänglich bleibt, enthüllte Wasserreferentin Landesrätin Dr. Beate Brettner gemeinsam mit Bürgermeister Josef Bleikner, angefeuert von den Schülerinnen und Schülern der Volksschule Millstatt, das nunmehr 125. Lebensraum Wasserzeichen. Jede Verleihung in dieser Art und Weise, wo man sozusagen Natur, Wasser, Spiel und alles, was eigentlich uns aus in Millstatt ausmacht, dass man dann auch noch eine Ehrung dafür bekommt, das macht natürlich wirklich Spaß und uns freut das ganz, ganz besonders, weil wir ja doch mit der Schlucht eine starke Verknüpfung und Verbindung haben, so wie ich früher schon gesagt habe, leider Gottes auch das Unwetter immer mit einer Rolle spielt. Aber wenn man dann da stehen kann und weiß, dass man in der Vergangenheit etwas geschaffen hat, was für die Zukunft ist, was für unsere Jugend ist und auch unsere Gäste immer wieder begeistert, dann macht das Spaß und Sinn und wir sagen danke für diese Ehrung. Das besondere Anliegen ist mir, dass Wasser ein öffentliches Gut ist, dass es uns allen zugänglich sein muss, vor allem beim Trinkwasser, dass wir zu leistbaren Preisen hohe Qualität weiterhin gewährleisten. Und hier haben wir in den letzten Jahrzehnten schon viel an Geld investiert, in Summe 400 Millionen Euro in die Wasserwirtschaft, dass es für uns alle das wichtigste Lebensmittel bleibt und auch, dass wir geschützt sind, wenn Wassergewalten entstehen. Je nach Lust und Laune kann das Blubbern, Brodeln und Rauschen in der Klangschlucht auf verschiedene Wandertouren mit Gehzeiten von einer halben Stunde bis zu 2,5 Stunden erkundet werden.